Heute hat mich einer angesprochen. Stellt euch vor, mich alte Frau in der U-Bahn. Ein Gastarbeiter wollte mich zum Kaffee einladen. Die schrecken vor nichts zurück. Aber... Ach was, denen ist doch nichts heilig. Noch nicht mal das Alter ist denen heilig. Lauter dreckige Schweine. Wie die schon leben. Ganze Familien in einem Zimmer, die sind bloß scharf aufs Geld. Vielleicht finden sie ja keine anständige Wohnung. Ach was, die sind geizig. Das ist alles. Geizige, ungewaschene Schweine. Außerdem haben die nichts als Weiber im Kopf, den ganzen lieben langen Tag lang. Aber die arbeiten doch. Deswegen sind sie doch hier, weil sie arbeiten. Ach Unsinn, Emmy. Geh doch mal zum Bahnhof und schau sie dir an. Lauter Gesindel. Da arbeitet keiner von denen. Genau, die leben hier auf unsere Kosten. Schau doch mal in die Zeitung. Jeden Tag steht was drin von Vergewaltigen und so. Aber es gibt sogar deutsche Frauen, die sind mit Gastarbeitern verheiratet. Gibt es doch, oder? Klar. Gibt doch immer wieder Weiber, denen vor nichts graust. Ich würde mich schämen. Schämen würde ich mich. Ha, die Vorstellung allein. Aber ich habe immer gesagt, das sind Huren, die sich mit sowas einlassen. Dreckige Huren. Bei uns im Viertel wohnt eine. 50, mindestens. Die geht mit einem Türke oder so. Der ist viel jünger als sie. Aber mit der spricht kein Mensch mehr im Viertel. Kein Mensch, das hat sie jetzt davon. Vielleicht spricht der ja mit ihr. Und sie braucht die anderen gar nicht. Das kann keiner. Ohne die anderen leben. Keiner, Emmy. Außerdem, was kann man schon sprechen mit so einem? Die verstehen doch kein Deutsch, die meisten. Kein Wort. Eben. Und außerdem wollen die bloß ins Bett mit der Frau. Ein Gespräch liegt denen bestimmt nicht im Sinn. Aber manche Weiber wollen es ja so haben. Die haben eben keine Kultur. Die haben nichts wie Sexualität im Hirn. Ich tät mich schämen, wenn ich so eine wäre. So, es wird Zeit. Wir müssen uns beeilen.